Servus, wir sind auf dem Testserver und wir spielen heute die neue Reise der Wunder. Als allererstes könnt ihr noch mal kurz oben auf den Shop drücken. Unten links fahrender Händler, personalisierbare Bundles und hier haben wir ein Gratis-Bundle wieder drin. Nicht vergessen, da ich dich schon gespielt habe, hier einmal die Hauptbelohnung von der Reise der Wunder. Als Nebenbelohnung haben wir ziemlich viele blaue Steinchen, ich glaube 360 müssen es sein. 20 lila Embleme, 20 Gold-Embleme und 10 rote Embleme. Also 10 rote Kisten sozusagen. Ja, ich wollte das jetzt einfach nicht unterbrechen, deswegen habe ich den Kampf jetzt mal kurz laufen lassen. Wir müssen diese Reise der Wunder leider zweimal spielen. Wir gehen einmal auf die linke Seite und einmal auf die rechte Seite. Und dazu möchte ich schon mal Folgendes sagen. Die roten Karten hier sind Debuffs. Ja, also wir gehen jetzt hier gleich bei dem Portal auf die linke Seite. Und ja, das macht es sehr schwierig. Wir haben zwei Debuffs, die sind sehr, naja, ich sag's mal, blöd. Und zwar der eine ist, dass wir... Moment, wieder auf die linke Insel. Genau, jetzt quatscht er hier kurz. Wir nehmen uns den Buff mit und gehen wieder auf die linke Insel. So, den ersten Debuff bekommen wir dann gleich. Und zwar nach Ende jeder Runde wird die Ulti, beziehungsweise die Energie, die eure Helden gesammelt haben, auf Null gesetzt. Und der zweite, naja, sehr nervige Debuff ist, wenn die Helden eine gewisse Prozentzahl ihrer Gesundheit erreicht haben, wird nach 2,5 Sekunden der Gott diese Seelen ernten und das heißt, eure Helden sind dann einfach tot. Ja, das macht es sehr schwierig. Den ersten Debuff bekommen wir jetzt gleich und einen Kampf weiter bekommen wir dann den nächsten Debuff. Wie gesagt, die linke Seite ist wirklich sehr schwierig. Das meinte ich hier. Der erste Debuff und hier hinten bekommen wir gleich den zweiten. Genau, und hier bekommen wir gleich. Nee, der war es noch nicht. So, bei dem Portal wieder linke Seite. Jep, einmal durchkämpfen. So, hier nehmen wir das rechte Portal, damit wir auf diese Insel hier drauf kommen, weil hier oben ist noch eine Belohnung, eine Kiste. So, hier kriegt man den nächsten Debuff gedrückt. Hier können wir uns jetzt entscheiden. Gehen wir auf die linke Seite, wenn Helden von euch gestorben sind, wäre das sinnvoll. Oder ihr geht auf die rechte Seite und könnt die Energie oder beziehungsweise eure Helden heilen. Wenn ihr auf die linke Seite geht, nehmt ihr dann wieder das linke Portal, beziehungsweise ich glaube, es steht sogar da, dass ihr einfach nur nächste Insel skippt. Jedenfalls Ziel ist es, wieder auf diese Insel hier oben drauf zu kommen. Ich gehe für euch jetzt mal auf die rechte Seite. Nehme mir den Trank mit. Und geht's auf die linke Insel. Denn wie gesagt, wir müssen auf diese Insel hier drauf. So, jetzt einfach nur nächste Insel drücken. Und jetzt sind wir schon beim Boss. Ich zeige euch den mal kurz. So sieht der Gute aus. Ich brauche es nicht kämpfen. Hier hinter dem Boss ist die erste große Kiste. Da bekommt ihr die rote Kiste mit den Helden raus. Wir gehen jetzt hier kurz raus. Hep. Abenteuer beenden. Abenteuer beginnen. So, ich mache schnell den ersten Kampf. So, nehmen wir uns wieder den ersten Debuff. Gehen jetzt auf die rechte Seite. Ich mache kurz wieder den Kampf. So, holen wir uns den Debuff ab. Hier können wir uns jetzt entscheiden, gehen wir auf die linke Seite, wenn ihr zum Beispiel Söldner braucht. Oder wir gehen auf die rechte Seite und holen uns einen Buff dazu. Und jetzt müssen wir auf die linke Seite. Hier habt ihr einmal Belohnung. Ich persönlich brauche es jetzt nicht machen, deswegen gehe ich auf die rechte Seite. Ihr müsst aber auf die linke Seite, weil wie gesagt, hier oben ist eine Kiste. Oder ich spiele es einfach so, wie es sein sollte.
So, dann gehen wir jetzt auf die linke Seite. Klatschen einmal kurz den Boss hier. Ihr könnt es natürlich auch so machen, ihr holt euch das Ding hier und wenn ihr merkt, okay, ich komme jetzt vielleicht nicht weiter, dann könnt ihr dann auf die rechte Seite gehen. Das hier oben haben wir schon geholt, das heißt, wir gehen jetzt auf die rechte Insel. So, und den nächsten. Weiter geht's. Einmal bis ganz nach oben. Den legen wir jetzt noch schnell. So, den haben wir uns kurz geholt. Debuff abholen. Hier oben die Kiste nicht vergessen. Dann gehen wir jetzt hier runter und nehmen die rechte Insel. Dann sind wir jetzt hier. Holen wir uns den Debuff wieder ab. Gehen wieder auf die rechte Insel. Nee, dann war es die linke. Tut mir leid. Dann gehen wir halt auf die linke. Genau, jetzt sind wir richtig. So. Hier können wir uns jetzt entscheiden. Entweder müssen wir einen Held wiederbeleben, also dann heißt, dann gehen wir nach rechts und dann nach links. Oder wir brauchen Gesundheit, dann nach links und dann nach rechts. Ich gehe jetzt auf die linke Insel, ich brauche Gesundheit. Und gehe jetzt auf die rechte Insel. Und hier oben haben wir dann die letzte Belohnung für euch. Damit habt ihr das dann abgeschlossen. Ja, dann wünsche ich euch maximale Erfolge. Ich hoffe, ihr schafft es. Ich finde es sehr knackig, vor allem die linke Seite. Und also sozusagen den ersten Durchlauf. Und ja, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, Abend. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.